Hier ist momentan absolutes Chaos in der Bude, aber trotzdem will ich euch auf den aktuellsten Stand bringen. Deswegen gibt es jetzt 5 kurze Themen in dieser Short News. Sind erste PS5-Dev-Kits bereits bei den Entwicklern? Das behauptet zumindest Markus Sellers aus internen Quellen. Und der hat ja schon öfter mal recht gehabt, denn der hat auch noch was vorhergesagt, wozu wir gleich noch kommen. Der Director von dem neuen God of War, Cory Barlog, hat nun bestätigt, dass God of War, also das neue, komplett ohne Microtransactions rauskommt. Und damit hält Sony sein Versprechen und sagt, dass uns die Singleplayer-Spiele immer noch sehr wichtig sind. Ich werde es auf jeden Fall unterstützen, ich werde es vorbestellen und wenn ihr es wollt, unten ist der Link, könnt ihr das auch machen. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, dass eine Grand Theft Auto 5 Premium Edition kommt. Die war ja ganz kurz für 69,99 bei Amazon.de gelistet. Die ist zwar mittlerweile bei Amazon verschwunden, allerdings wird sie wohl jetzt doch kommen, denn sie hat jetzt ein offizielles Rating von der südkoreanischen Behörde bekommen. Nach dem Tweet von Blizzard gab es Gerüchte darum, dass Diablo 3 für die Nintendo Switch umgesetzt wird. Das hat Blizzard verneint. Allerdings sagt Eurogamer, doch, es wird definitiv kommen. Und zwar hat man das aus internen Quellen erfahren und das dauert allerdings noch ein bisschen. Also können wir weiterhin gespannt sein. Was wollt ihr? Wollt ihr Diablo 3 für die Switch? Sagt mal eure Meinung. Jetzt kommen wir zu dem, was Markus Sellers richtig vorher gesagt hat, denn eine neue Nintendo Direct erscheint und zwar schon morgen um 23 Uhr. Wer dabei sein will, bei mir wird ein Stream um 22.30 Uhr stattfinden und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so angekündigt wird. Bin allerdings auch wieder mal so ein bisschen zurückhaltend. In der offiziellen Nintendo Message auf Twitter sagt man auf jeden Fall, ein neues Nintendo Direct wurde gesichtet, was vielleicht ein kleiner Hinweis auf Pokémon sein könnte. Auf der anderen Seite würde ich aber auch nicht zu sehr in den Hype verfallen, denn auch Nintendo 3DS Spiele werden vorgestellt. Bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommen wird. Nicht zu sehr hypen lassen. Wir werden morgen alle gemeinsam sehen, was Nintendo uns für den Sommer ankündigt. Denn das ganze Ding geht tatsächlich ganze 30 Minuten. Und wir wissen ja, dass Nintendo ganze Menge Stuff in 30 Minuten reinpacken kann. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich morgen beim Stream. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Ciao.